Aber stellen Sie sich vor, Sie sitzen nicht vor dem Fernseher, sondern in einem US-Kampfjet. Irakkrieg, 28. März 2003. Orange Markierungen sollen Freund von Feind unterscheiden helfen. Sie aber werden diese Markierungen für feindliche Raketenwerfer halten, weil man ihnen immer wieder sagt, es gibt keine Verbündeten im Kampfgebiet. Ihr Codename? Popov 36. Neben ihnen fliegt Popov 35. Und sie werden in wenigen Sekunden einen britischen Soldaten töten. Sieht fast aus, als hätten die orange Markierungen. Gibt es hier in der Gegend Verbündete? Bestätigung, keine Verbündeten so weit im Norden. Okay, dann sind das orange Raketenwerfer. Wird auch schön, die zu erledigen. Schlag zu, mach! Treffer. Popov 34, Mission abbrechen. Sieht so aus, als hätten wir eigene Leute beschossen. Verdammte Scheiße! Bestätigung, Verbündete auf dieser Seite des Kanals? Scheiße. Mir wird gleich schlecht. Wir sind am Arsch. Wir gehen in den Knast, Kumpel. Gott verdammt, ich fahr zur Hölle.